Wenn du ein Gründercoaching über ein AVGS, also einen Gutschein finanziert haben möchtest, über die Agentur für Arbeit oder über das Jobcenter, dann kann es hilfreich sein, wenn du die Inhalte der Maßnahme zum Beispiel von der X-Group auch kennst. Wir haben insgesamt 7 Module und die werde ich dir in diesem Video vorstellen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group und vor einigen Jahren haben wir uns entschieden, unser Unternehmen zertifizieren zu lassen. Das hat für dich den Vorteil, dass die Gründercoaching-Maßnahmen zu 100% finanziert werden. Und in diesem Video geht es darum, was genau die Inhalte sind, die du bekommen wirst und die du auch deinem Sachbearbeiter vermitteln kannst, damit er dir diesen Gutschein auch ausstellt. Beim ersten Modul geht es darum, zu prüfen, ob die Voraussetzungen tatsächlich auch erfüllt sind. Also dass bewusst ist, was die Selbstständigkeit auch konkret bedeutet, dass du als Unternehmerperson auch tatsächlich geeignet bist, dein Modell geeignet ist und dass entsprechend auch der Standort geeignet ist für deine Selbstständigkeit. Das hat den großen Vorteil, wenn das am Anfang geprüft wird, dass hinterher auch der Sachbearbeiter nicht mehr sagen kann, du wärst ja gar nicht geeignet für deine Selbstständigkeit oder dein Geschäftsmodell wäre nicht geeignet. Denn diese Maßnahme hat auch die Aufgabe, dein Konzept und deine Person und deine Vorbereitung zu prüfen, Lücken zu schließen, um damit auch dem Sachbearbeiter die Grundlage zu geben, eine Bewilligung deiner Förderanträge abzubilden. Beim zweiten Modul geht es um die Basics, sprich also um die Bewertung, Auswertung deiner Geschäftsidee. Es soll sichergestellt werden, dass du alle Voraussetzungen tatsächlich auch erfüllst, nicht nur von den Rechtsformen, sondern vor allen Dingen die Anmeldung und Zulassungsvoraussetzungen. Weiterhin werden auch geprüft, ob du sozial tatsächlich auch abgesichert bist. Welche Voraussetzungen sind dann gegeben? Was muss an Kapital oder an finanziellen Mitteln aufgebracht werden, damit deine laufenden Versicherungen, aber auch die Altersvorsorge tatsächlich abgebildet werden kann? Und zu guter Letzt geht es auch im zweiten Modul darum, die Chancen, aber auch die Risiken deiner Selbstständigkeit zu bewerten. Im dritten Modul geht es darum, dein Konzept zu prüfen, zu sichten, zu bewerten und zu vervollständigen. Wir begleiten pro Jahr ca. 200 bis 300 Unternehmer, Gründer dabei, ihr Konzept aufzustellen und so zu finalisieren, dass sie tatsächlich es auch irgendwo einreichen können, für Fördermittel bei Banken, Investoren oder selbst ausreichend vorbereitet sind. Wir haben es noch nie erlebt, dass ein Unternehmer, ein Gründer zu uns kam und sein Konzept vollständig fertig, finalisiert abgebildet hat. In der Regel bedarf es immer einer Nacharbeit beim Finanzplan. In der Regel bedarf es immer einer Nacharbeit auch beim Businessplan-Text. Beim vierten Modul geht es um wesentliche unternehmerische Grundlagen, nämlich dass du in der Lage bist, dein Marketingkonzept auch plausibel abzubilden. Dass sichergestellt ist, dass du deinen Kundenavatar kennst, dass du die Kanäle kennst, dass du die Markteintritts- und Zugangskanäle kennst und wenn der Lead sich dann bei dir meldet, dass du auch in der Lage bist, aus dem Lead auch einen Kunden zu gewinnen, einen Auftrag zu gewinnen und am besten deinen Kunden als lebenslänglichen Fan gewinnst. Beim fünften Modul geht es um die kaufmännischen Grundlagen, also deine Pflichten einerseits dem Finanzamt gegenüber in der ordnungsgemäßen Buchhaltung, aber auf der anderen Seite dem internen Rechnungswesen. Denn es ist wesentlich, dass du genau weißt, wie deine Preise ermittelt werden, dass die entsprechenden Überschüsse, Deckungsbeiträge in der Menge auch übrig bleiben, dass du davon leben kannst. Und natürlich sollen neben den steuerlichen Aspekten auch die versicherungsrechtlichen Aspekten behandelt werden. Denn du sollst gut vorbereitet in den Markt einsteigen, dass du vorbereitet bist auf Risiken, abgesichert bist gegen Risiken und dass du auf der anderen Seite auch weißt, wenn dein Umsatz nach oben geht, dass du dann davon auch leben kannst. Im sechsten Modul gilt es schließlich darum, dass eine dritte externe Person dein Finanzkonzept, dein Geschäftskonzept bewertet. Sprich also prüft in einem Art wirtschaftlichen Gutachten, dass eine Tragfähigkeit abgebildet ist. Also tragfähig heißt, nicht nur ein Unternehmen trägt sich selbst, sondern du als Unternehmer kannst aus den Überschüssen des Unternehmens nach Steuern deine privaten Lebenshaltungskosten davon auch decken. Diese fachkundige Stellungnahme benötigst du übrigens auch dann, wenn du später den Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld oder Leistungen zur Einlegung von Selbstständigen beantragen willst. Diese fachkundige Stellungnahme ist also zwingend erforderlich für die Antragstellung. Als siebtes Modul bieten wir noch ein erweitertes Gründerwissen an. Sprich also, wenn deine Maßnahme mindestens 50 Unterrichtseinheiten oder mehr hat, wobei eine Unterrichtseinheit steht immer für 45 Minuten Beratungszeit.
Wenn diese 50 Unterrichtseinheiten erreicht oder überschritten sind, dann bieten wir weitere Module an, die relevant sind, um dein Unternehmen und dich optimal vorzubereiten. Es gibt hierfür zwei Module, um die weiteren Unterrichtseinheiten zu verwerten. Entweder können einzelne Elemente aus diesen anderen Modulen vertieft werden oder zusätzliche Module, Online-Marketing, Vorbereitung zur Ermittlung deines Kundenavatars, also viele Maßnahmen, die geeignet sind, dass dein Unternehmen beim Eintritt erfolgreicher startet, können hier integriert werden. Diese Inhalte haben sich in mehreren hundert Beratungsfällen bewährt. Wenn du dir also auch diese Inhalte im AVGS Gründercoaching sichern möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt den Link unterhalb des Videos zu nutzen, um entweder das Formular zur Antragstellung runterzuladen oder um ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren. Denn unsere Mitarbeiter im Team sind darauf ausgerichtet und spezialisiert, dich bei dem Antragsprozess erfolgreich zu begleiten. Denn nicht jeder Sachbearbeiter kennt die Maßnahmen. Nicht jeder Sachbearbeiter ist überzeugt von den Maßnahmen. Hier helfen dir also diese Argumente plus die Unterstützung durch unser Team dabei, dass du auch bald deinen Gutschein in den Händen hältst und wir mit der Beratung beginnen können. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.